Mit Witcher on the Path sehen wir jetzt schon das vierte Ultra Limited Edition von Displayed. Hier gibt es meinen Ersteindruck dazu und ein paar Detailaufnahmen. Viel Spaß damit und los geht's! Wie immer tue ich mir hier sehr schwer, eine Ultra Limited Edition vorzustellen, weil es hier in meiner kleinen Ecke sehr begrenzt nur Platz gibt, um euch das schöner zeigen zu können. Was halte ich selbst von diesem Display? Ich finde das Motiv an sich eigentlich ganz cool, aber auch hier habe ich wieder den Eindruck, dass der Platz nicht richtig genutzt wurde. Gerade im Hintergrund, wo halt eben der Wald zu sehen ist, finde ich den ein bisschen detailarm. Aber gerade hier oben, in diesem Bereich, wo die ganzen Äste sind vom Wald, finde ich das Bild so ein bisschen, dass es leer wirkt. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Kontraste und Details gewünscht. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Display, ist jetzt aber auch wirklich nicht mein Lieblings-Ultra Limited Edition Display. Lassen wir uns überraschen, was nächsten Monat rauskommt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Display in Kooperation mit Anatu Finstark entstanden ist. Finde ich, kommt die Handschrift von Anatu nicht so zur Geltung. Naja, vielleicht war da die Designvorgabe von CD Projekt Red zu stark, als dass man da vielleicht seinen eigenen Stil mit einbringen konnte. Ich weiß es nicht. Naja, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!